Es ist zweifellos gut und richtig, wenn sich die G20-Staaten gemeinsam überlegen, wie sie die internationalen Beschlüsse im Bereich Klimawandel, das internationale Klimaabkommen, das in Paris geschlossen worden ist, oder die Agenda 2030 vorbildlich umsetzen können. Die G20 repräsentieren 80% der weltweiten Wirtschaftsleistung und damit auch mehr oder weniger 80% der globalen Umweltbelastung, die sie produzieren. Deshalb macht es natürlich Sinn, dass die G20 sich verabreden, wie sie in Vorleistung gehen können, wie sie eine Vorreiterrolle für die Umsetzung dieser wichtigen Abkommen für eine global nachhaltige Entwicklung auch angehen. Das ist richtig. Falsch wäre es, wenn sie eine Steuerungsfunktion beanspruchen wollten für diesen Prozess, weil das können sie nicht ohne die 173 weiteren ausgeschlossenen UN-Staaten auch einzubeziehen. Und die werden da nicht gefragt, ob sie das wollen oder nicht wollen, wie diese Prozesse gehen. Also das heißt, die G20 sollte durchaus eine Vorreiterrolle übernehmen, aber nicht den Fahrersitz übernehmen wollen für diese internationalen Prozesse, sich selbst gewissermaßen zur globalen Steuerungsinstanz aufspielen, das muss zurückgebunden werden an die zuständigen Prozesse innerhalb der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind zuständig für die Agenda 2030. Die FAO ist eigentlich zuständig für die Fragen, die sich mit Ernährungssicherung, drehen. Das Klimaabkommen ist beim UNFCCC-Prozess angesiedelt und andere Gremien arbeiten an diesen Prozessen und die müssen in ihrer Arbeit gestärkt werden, statt geschwächt werden durch die G20. Also insofern Vorreiterrolle ja, aber nicht der Anspruch, hier im Fahrersitz zu sitzen.